Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau diese Pokémon geht es hier. Was? Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, in den Weiten des Himmels oder den Häuserlüften in den Städten. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wie kennen Sie als Pokémon-Trainer? Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerersten und allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für seinen Schaukampf. Für den Schaukampf unseres Champions. Die Menge jubelt, die Menge ist außer sich. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Devian, der unbeschlagbare, unbesiegbare. Das hättest du wohl gerne, ich verliere nie. Du Rang, Dynamax. Oh, die Menge ist außer Atem. Ein riesiges Durak. Pokémon Schwert. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edadym. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einem Let's Play. Zu Let's Play Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst auf meinem Kanal. Zwergenfürst. Wir spielen Pokémon Schwert, die 8. Generation des Pokémon Abenteuers. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hey, Zwergfürst, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder draußen angeguckt? Drauf. Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Ah, das ist Mutter. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, es ist soweit. Ich wollte nur noch schnell Zwergfürst abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also los, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt sein Mitbringsel ab. Hehehe. Ich warte draußen auf dich. Okay, da wären wir also am Beginn des Abenteuers. Das bin ich. Und die Karte nicht wieder. Hier ist Tee. Das ist ziemlich unnatürlich. Und ich kann mich nicht wieder hinsetzen. Also wie immer. Ja. Und ich bewege mich schon mal sehr. Ja. Sehr rund. Ja. Mama sieht sich auf dem Fernseher gerne ihre Comedy-Serie an. Welche? Ein eingebauter Kamin erhält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. Eine Topfpflanze. Und das ist der Fernseher. Ja, wir untersuchen jetzt hier erstmal alles. In meinem Taxus-Schlafkörbchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Oh, wir haben einen Manfaxo. Das ist interessant. Das hätten wir niemals rausgefunden, wenn wir sofort aufgebrochen wären und wir sofort losgerannt wären. Ich untersuche hier ordentlich den ganzen Raum. Ich lasse mir hier wirklich Zeit, alles einzeln anzuschauen.
Das muss sein. Die Zeit muss sein. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Lichtschalter. Das nicht ausschalten kann ich nicht. Ja. Oh, na Baxo. Es schläft. Es ist aufgewacht. Faxo. Gut. Heizkörper. Das sind viele Bücher. Ein Schrank. Okay, da liegt was auf dem Tisch. Können wir nicht anfassen. Gut. Ich wollte mal gerade sagen, wir spielen tatsächlich mit dem Pro-Controller. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ja, endlich mal wieder mit dem Pro-Controller spielen. Nicht mit dem Joy-Con wie in Pokémon Let's Go Evoli. Wir dürfen mit dem Pro-Controller spielen. Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ich schätze mal, mein Zimmer ist hier. Aber ich bin ein Vampir. Ich habe kein Spiegelbild. Ja, so sieht's aus. Okay, hier steht ein Besen und Regenschirmablage. Hier sind Regenstiefel, Regenjacken. Also ist durchaus regnerisch hier in dieser Region. Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß nie, wie das Wetter wird. Ja, okay. Die Galar-Region ist also ein wenig regnerisch, wie wir festgestellt haben. Der Kühlschrank ist mit leckeren Dingen gefüllt. Aha. Wir werden bloß nichts davon essen. Das Spiel ist so sauber, dass man durchaus daraus essen könnte. Gut, da muss ich den Abwasch nicht machen. Das freut mich schon mal herzlich. Vermutlich liegt das daran, dass Mampfaxo jegliches Essensreste vermampft hat. Weggemampft. So, das ist eine neue Mikrowelle, die Mama unbedingt haben wollte. Ein Mixer. Eine Küche. Ist das mein Zimmer? Okay. Diese Pikachu-Puppe fühlt sich unheimlich flauschig an. Der Schreibtisch besticht durch sein simples Design. Er hält einen Leben lang. Ja. Im Fernseher. Ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Ach, die Switch. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Jetzt haben die wirklich die neueste Spielekonsole. Game Freak, hey, Selbsterkenntnis. In den Spielen, in den letzten, also wer sich mit Pokémon noch nicht auskennt, dem muss man sagen, in den Pokémon-Generationen steht immer jeweils die neueste Spielkonsole neben dem Fernseher. Es stand bloß nie dran. Also in Pokémon Y war es, glaube ich, die Wii U, die daneben stand. Dementsprechend halt dann jetzt die Switch. Also man hat halt immer die neueste Version, wo es drauf spielbar ist. Wo es möglich ist. Also ja, Pokémon Y ist jetzt nicht auf der Switch möglich, aber ja. Dieses Bett wurde von der ganzen Familie zusammen ausgesucht. Es ist so gemütlich, dass man im Handumdrehen daran einschläft. Und wir können nicht drauf schlafen? Schade. Okay, das ist hier mein Zimmer. Da steht der Beutel mitten im Zimmer. Nirgendwo an die Wand gelegt oder ans Bett gelegt. Einfach mitten im Zimmer. Du schaffst den alten Beutel deines Papas. Ich habe nicht mal einen eigenen Beutel. Das ist der Beutel, den ich von meinem... So arm ist die Familie. Dass den alten Beutel meines Vaters nehmen muss. Tja. Abenteuerfibel. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du dir deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir das Spielmenü unter Karte, die Landeskarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie bereits bei den Basis-Items in deinem Beutel. Ah, da haben wir das Menü. Ja, lesen kann ich nach wie vor nicht. Speichern, Karte, Einstellungen. Ich schau mal kurz. Etwas ganz Wichtiges. Hier, automatisches Speichern ausschalten. Wähle, ob das Spiel automatisch gespeichert werden soll. Ich schalte das mal gleich aus. Ja, automatisches Speichern ausgeschaltet. Ich habe gehört,
bevor ich das Spiel gespielt habe. Also ich habe mich wirklich nicht viel spoilern lassen vor dem Beginn dieses Let's Plays. Ich bin da relativ kleins drin, also ich kenne da relativ wenig von. Also das Dynamaxing war mir schon bekannt, also so ein bisschen grobes aus dem das Speichern. So ein bisschen das Gröbste aus den Trailern ist mir bekannt, aber ja, großartig spoilern habe ich mich nicht lassen. Ja, aber was ich vorher gehört habe, ist, ich habe es auf Twitter gelesen, dass es wohl Probleme mit dem Autospeicher geben sollte. Also kleiner Tipp, einfach mal, ich weiß nicht, ob es da wirklich Probleme geben wird damit, aber sicher ist sicher, dass man diese Autospeicher, die neue Autospeicherfunktion mal Autosave ausschaltet. Ich meine, man kann es über X auch einfach speichern. Hier, zeigen wir es nochmal zu jetzt. Ich habe schon zweimal gespeichert. So schaut's aus. Tut ja nicht weh. War bisher in den Generationen auch so, dass man selbst speichern musste. Ja, so viel dazu. Haben wir mal gemacht. Geh zu Hopp, der draußen auf dich wartet. Okay, da wären wir also. Unsere Wohnung. Unser Haus. Aha. Und da winkt er. Knospi! Süß. Knospi, jetzt auch mit in den Galadex geschafft. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden? Was? Hehe, hier werden wir schon von unserem Rivalen gemobbt oder von unserem Freund. Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Ach so. Er meint, ich habe keinen größeren gefunden. Also er meint, so einen großen Beutel auf einmal. Nicht nur eine kleine Tasche, sondern muss gleich einen ganzen Armee-Rucksack mitnehmen. Schau mal, ein Wolli. Was macht es denn da? Stoßt bestimmt gleich das Tor auf, oder? Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Oh, die. Ein neues Pokémon der 8. Generation. Woody. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Zwergenfürst. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du deine Chance gegen mich. Hast du keine Chance gegen mich? Hehehe. Er rennt schon mal los. Ach, nur die Ruhe. Lassen wir uns Zeit. Oh, die. Okay, ich glaube, dass es das nicht begriffen hat. Ja, ganz langsam hier. Das eilt doch nicht. Wir schauen uns erstmal die Gegend an. Das ist doch hier nicht. So ein Wettrennen kann man mal verlieren. Fulungam. Ja, so heißt wohl die Stadt. Fallengam oder wie man das ausspricht. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ein Hoch auf die Wissenschaft. Hoppla. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Yahoo. Okay. Hoch, Zwergfürst. Hopp, wartet auf dich. Schau doch erst mal bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Ja, ja. Gibt wieder ein kleines Kind, was uns auffällt, ins Hohengras zu gehen. Wie schon in der ersten Generation. Hopps zu Hause. Hier hat wohl jeder so eine große Farm. Jeder so ein großes Anwesen. Kein kleines Häuschen, sondern so ein abgestecktes Zuhause mit Garten. So ein richtiges Grundstück. Ja, schön. Hier durch die Hintertür. Nein, hier. Da können wir rein. Da haben wir Hopplos Mutter. Hops, Mutter. Nicht Hopplo. Hopplo ist wahrscheinlich ein Pokémon. Ja, ich glaube, das war ein Pokémon. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Zwergfürst ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist Stelion? Dein Bruder ist noch nicht da. Wie du siehst,
du uns deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jeden Moment am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, denke ich jetzt, ihn mal besser holen. Gideon hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Du hast leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Zwergenfürst? Da müssen wir unbedingt was ändern dran. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ja, wie man schon vermuten kann, spielt das Ganze in einer englischen Region, England. Das ist wohl so, ja, zumindest was Englisches, Schottisches, so eine Region in der Art. Hobbs Vater. Für Hobb ist der großer Bruder so etwas wie ein Hützebra hält. Pokale. All diese Pokale und Trophäen gehören dem Champ. Aha. Auf dem Fernseher läuft garantiert jedes Match des Champs. Aha, wen haben wir hier? Schnurr. Ich weiß gerade nicht, welches Pokémon das ist. Es ist, glaube ich, 6. Generation. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder schon 5. Könnte auch 5. sein. Hier stehen einige Bücher, die über den Champ geschrieben wurden. Ja, wir schauen uns hier sorgfältig um. Wie schon gesagt, die Zeit nehmen wir uns. Die Zeit muss sein, dass wir hier alles erkunden. Oha! Hier ist aber... Das ist... Aber hallo! Der war ein größeres Haus als wir. Ein Trainingsgerät, das wohl oft im Einsatz war. Pokémon können es bestimmt auch nutzen. Ein fein sommerlich gemachtes Bett. Darin hat offenbar lange niemand mehr geschlafen. Hüte. Das sieht nach einer beeindruckenden Sammlung an Kappen aus. Aha. Weiter oben im Bücherregal stehen viele komplizierte Bücher für Erwachsene. Tja, das ist für uns 10-Jährigen nichts. Gideon ist so beschäftigt, dass er nur noch selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber aufgeräumt sein. Die Oma. So schaut's aus. Aha, ein paar schöne Plakate. Das ist der Fernseher, auf dem Hopp alle Matches des Champs verfolgt. Okay, in seinem Schrank schnuppern können wir nicht. Das Bett sieht etwas unordentlich aus. Ja. Seltsam, dass mein Bett gemacht ist. Das ist etwas außergewöhnlich. Ich wohne ja hier mit meiner Mutter zusammen. Das ist ja so. Nicht hier in echt, sondern im Spiel. In echt wohne ich alleine. Um das mal zu klären. Die Frage mal beantwortet. Ja, dann mal los. Auf ins Abenteuer. Gideon abholen als allererstes. Als Startler, dann los! Und pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst. Okay, du hast noch gar keine Pokémon. Wie du weißt, streuen da lauter wilde Pokémon herum. Ich habe ja zum Glück meinen Volley. Falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte, aber du bist völlig wehrlos, weil du noch keinen Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Ich bemühe mich. Vielleicht werde ich es mal versuchen. Ja, vielleicht nicht schlecht, das mal auszuprobieren. Route 1, wie es ausschaut. Ich bin da mal im hohen Gras. Wenn du keinen Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten. Okay, ja, ich wollte es mal ausprobieren. Okay, da kommen wir nicht lang, da kommen wir auch nicht lang. Na dann, auf zur Stadt, zur großen nächsten Stadt. Wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom hohen Gras fernhalten, ruft er aus der Weite. Ja, sieht so aus, als könnten wir hier nicht lang. Okay, was Brassbury haben wir hier? Okay, hier hat sich eine ganze Menge schon versammelt. Was macht ihr hier? Ach, der Champ ist angekommen. Ihr bewundert den Champ oder was? Ein freundlicher Empfang, das Empfangskomitee.
Die Bewohner von Brassbury jubeln dem Champ zu. Hallo Brassbury, euer Champ Daedion ist wieder hier. Was für ein Empfang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, es ist wirklich, Daedion ist hier. Du und Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Ich bin ein großer Fan. Kann ich Autogramme haben? Danke. Autogramme gibt's nachher. Ja, nachher. Ja, ein Selfie mache ich auch später. Ja, ganz gerne. Ich muss hier gerade mal durch. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich ziehe mir fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, das ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak wären meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galars aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak! Hey, guter Herz! Ah, hopp! Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt, lass dich mal ansehen. Mann, bist du groß geworden? Das sind gute 3 cm mehr. Gut geraten, dein Blick entgeht wirklich nix. Aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nichts. Hopp hat mir schon eine Hand von dir erzählt. Du musst Zwergfürst sein. Ich bin Daedion, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galars. Meine Fans nennen mich deshalb auch Daedion, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte. Bürtig. Das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Der ist aber ziemlich bescheiden. Das ist aber ganz bescheidene Persönlichkeit. Lässt sich nicht feiern, ist ganz bescheidene Persönlichkeit. Nichts zu übermütig. Jetzt spanne uns aber nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Endet das Tutorial denn niemals? Die Story, das ist... Ich bin hier seit wie lange? Ja gut, sorry. Habe ich jetzt den Text verpasst. Das Pflanzen-Pokémon, das Feuer-Pokémon Hopplo, das Wasser-Pokémon Mermeon. Jetzt habe ich das Wichtigste verpasst. Ach, sorry, das ist so viel Text zum Vorlesen gerade. Kann ich den Moment nicht genießen. Die 3 Starter-Pokémon haben wir hier. Sehr hübsch. Er spritzt. Rache. Aber das war der falsche. Ach. Ach Mensch. Genug gespielt. Kommt mal bitte her. Ihr 3. Wie schön. Dann war es die 3 Starter. Und für welches Pokémon entscheidest du dich? Willst du zuerst? Ich habe ja schon mein Woli. Okay, jetzt muss ich mich für einen Starter-Pokémon entscheiden. Kann ich mir die erstmal anschauen und dann eins aussuchen oder habe ich jetzt schon eins gewählt? Hopplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung.
Erinnerst du dich für das... Entscheidest du dich für das Feuer-Pokémon Hoplo? Kann ich mich auch noch umentscheiden? Also ist er dann aus dem Rennen oder... Das ist jetzt die Frage, das wäre natürlich ein bisschen blöd. Kann ich mir das mal angucken? Lass dir Zeit. Wenn dir die Wahl schwerfällt, dann verlass dich auf dein Bauchgefühl. Aber vergiss nicht, es geht hier um die Wahl deines Trainers, deines treuesten Partners. Das Wasser-Pokémon Mermaion ist sanftmütig, wie ein leise, plätscherndes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Mermaion? Nein, auch das... Das nehme ich erstmal nicht. Was heißt auch? Also das nehme ich erstmal nicht. Es ist ja eigentlich schon relativ eindeutig, was ich nehmen werde. Das ist ja eigentlich ziemlich klar. Aber vergiss nicht, es geht hier um die Wahl deines treuen Partners. Und dann haben wir hier... Chimpap. Vom Typ Pflanze strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Entscheidest du dich für das Pflanzen-Pokémon Chimpap? Nein, diesmal nicht. In Pokémon 7. Generation, genau gesagt Pokémon Sonne und Mond, hatten wir das Pflanzen-Pokémon Brutz. Und ja, ich sag's wie es ist. Ich nehme immer bisher in jeder Generation, die ich gespielt habe und in jeder Generation, die ich Let's Played habe, das Feuer-Pokémon. Und das ja, wird sich auch diesmal nicht ändern. Ich entscheide mich für das Feuer-Pokémon Hoplo. Ich bin Team Hoplo. Ich wähle dich, Hoplo. Auf geht's. Du hast dich für Hoplo entschieden. Möchtest du dem Hoplo einen Spitznamen geben? Ja schon. Da muss mir kurz was überlegen. Seikönchen. Kopfkratz. Wie soll Hoplo männlich heißen? Ja. Modi wurde in dein Team aufgenommen. So muss das. Sehr gut. Ah, du hast dir also Hoplo ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Chimpap. Du bist ab sofort mein Partner. Was? Nicht das Wasser-Pokémon? Nicht das Gegenteilige? Also nicht das Effektivere? Ach, sind wir auf dieser Phase? Ach, wird der Rivale jetzt nicht mehr ernst zu nehmen da? Ach. Ja, ich interpretiere da jetzt schon so viel rein, aber ja gut. Ändern wir das Pflanzen-Pokémon. Damit sind wir sehr effektiv im Kampf dagegen. Na gut. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Ich sag nicht, dass Chimpap schwach ist, also das ist... Ich sag nur, dass die Effektivität von Feuer gegen Pflanze jetzt nicht... Früher hat der Gegner dann noch... Ich weiß nicht, ob der unser Rivale wird, aber es schaut gerade ziemlich danach aus. Früher hat der Rivale einfach das andere Pokémon genommen. Also wenn ich Feuer genommen habe, hat der Wasser genommen. Wenn ich Pflanze genommen habe, hat der Feuer genommen. Und dementsprechend dann, wenn ich Pflanze genommen habe, hat der Wasser genommen. Das habe ich mir schon gedacht. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Zwergenfürst ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es irgendwann so gut wie ich zu werden. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Oh, ich ahne Schreckliches. Der Rivale wählt immer das... Ja. Verstehe. Der Rivale wählt das Wasser-Pokémon.
Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Es wird gegrillt. Es gibt Barbecue. Na, wundervoll. Vielleicht mal ein paar Würste am Spieß gemacht.